Ein gigantischer Flugzeugträger aus Eis. Aus Eis? Wessen Idee war das denn? Who did this? Biologisch beheizte Atomminen. Mit Hühnern? Brieftauben als Kamikaze-Piloten. Tauben im Kriegseinsatz, das muss man sich mal vorstellen. Verrückt, skrupellos oder schlicht zu teuer. Die großen Rüstungsflops der Geschichte im Realitätscheck. Jetzt in ZDF History. Sie ist der größte Stolz der US-Kriegsmarine, die USS Enterprise. Mit Platz für 100 Kampfjets und einer Länge von 350 Metern. Ein Zwerg im Vergleich zu den Plänen eines britischen Erfinders. Mitten im Zweiten Weltkrieg träumt der von einem Schiff, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Ein Gigant von über einem Kilometer Länge und dazu noch unsinkbar. Moment mal, ein Flugzeugträger aus Eis? Wessen Idee war das denn? Gestatten, Geoffrey Pike, britischer Journalist, Gelegenheitsspion und leidenschaftlicher Erfinder. Seine Idee klingt 1942 ebenso simpel wie genial. Eis ist ein fertiger Baustoff, den es in der Natur im Überfluss gibt. Anders als Stahl, der in Kriegszeiten Mangelware ist. Ausgerechnet das Titanic-Unglück gibt Pike den entscheidenden Impuls. Immerhin ging das Stahlschiff unter, während der Eisberg weiterschwamm. Ein scheinbar bestechendes Argument. Mit einer physikalisch einfachen Erklärung. Der Eisberg schwimmt, weil gefrorenes Wasser eine geringere Dichte hat als flüssiges H2O. Soweit so gut, aber ist Eis als Baustoff auch stabil genug? Wie einst Hobbytüftler Pike machen wir den Härtetest. Wie reagiert das Eis auf enormen Druck? Es zerbricht. Keine große Überraschung für unsere Experten. Der Eisblock setzt sich aus unzähligen kleinen Kristallen zusammen. Dadurch ist er spröde und leicht zerbrechlich. Auf einen Flugzeugträger aus reinem Eis hätten feindliche Geschosse einen verheerenden Effekt. Ein Problem, für das Geoffrey Pike eine weitere, simple Lösung findet. Er verwendet einfaches Sägemehl als Stabilisator. Aufgrund seiner geringen thermischen Leitfähigkeit verringert das Sägemehl zudem die Schmelzrate des Eises. Auf diese Weise hat er die gewünschten Eigenschaften zweier Stoffe perfekt miteinander kombiniert. 14% Sägemehl, 86% Wassereis lautet die Wunderformel. Pycrete nennt der Erfinder das Produkt, in Anspielung auf sich selbst und die betonähnlichen Eigenschaften seines Materials. Das Militär wird aufmerksam. Flottenadmiral Louis Mountbatten ist begeistert von Pikes Ideen. Um Premierminister Winston Churchill zu überzeugen, entschließt er sich zu einer ungewöhnlichen Demonstration. Er soll einen Brocken Pycrete in die Wanne des Premiers geworfen haben. Ob der britische Premier während der Demonstration wirklich selbst in der Wanne saß, darf bezweifelt werden. Fest steht, die Demonstration gelingt. Die Holzspäne unterbrechen den Wärmefluss. Indem sie das umgebende Eis dämmen, halten sie es kalt. Churchill war begeistert. Er gab sein Okay für das Projekt. Jetzt müssen nur noch die amerikanischen Verbündeten für die Idee gewonnen werden. Um auch die letzten Zweifler zu überzeugen, greift Louis Mountbatten bei der Präsentation einmal mehr zu drastischen Mitteln.
Er hat auf den Eisblock gefeuert. Mit einer Geschwindigkeit von 400 Metern pro Sekunde kann das Projektil einer 9mm Pistole aus kurzer Entfernung sogar Stahlhelme durchschlagen. Vom Pykrete prallt es einfach ab. Im Sommer 1943 gibt die Royal Navy grünes Licht für Projekt Habakuk, den Bau eines Flugzeugträgers aus Eis. Geplant ist ein Schiff der Superlative. Mit 12 Meter dicken Bordwänden, 1200 Metern Länge und 180 Metern Breite ist es mehr als doppelt so groß wie ein herkömmlicher Flugzeugträger. An Deck sollen 200 Jagdflugzeuge vom Typ Spitfire und 40 doppelrohrige Geschütztürme Platz finden. Doch die Konstrukteure vergessen anfangs ein entscheidendes Detail. Um den Giganten aus 2 Tonnen gefrorenem Wasser konstant auf minus 6 Grad zu kühlen, benötigt das Schiff ein ausgeklügeltes Kühlsystem aus Stahlrohren. Allein für das Kühlsystem hätte man mehr Stahl gebraucht als für einen normalen Flugzeugträger. Am Ende liegt die Kalkulation bei 85 Millionen Euro und 8 Monaten Bauzeit. Der Plan für den Eisriesen ist endgültig dahingeschmolzen. Die nächste bizarre Idee stammt aus dem Zeitalter des Kalten Krieges. Mitte der 50er treibt die Militärs in Ost und West vor allem eines um. Sie müssen dem Gegner stets einen Schritt voraus sein. Im atomaren Wettlauf verfallen britische Ingenieure auf eine ebenso tödliche wie absurd anmutende Idee. Ihr Codename Blue Peacock. Der Plan war, Atomminen mit einer Sprengkraft von jeweils 10 Kilotonnen an der innerdeutschen Grenze zu vergraben. Im Falle eines sowjetischen Angriffs sollen die Atomwaffen per Fernzündung zur Explosion gebracht werden. Doch genau hier liegt das Problem. Bei Kälte funktioniert der Zünder nicht. Jedenfalls nicht zuverlässig. Ein bekanntes Problem. Doch britische Militärtechniker haben eine neue, kreative Lösung. Anstatt es mit elektrischen Heizsystemen zu probieren, kamen sie auf die Idee, die Körperwärme von Tieren zu nutzen. Sie entschieden sich für Hühner. Ja, Hühner. Was auf den ersten Blick verrückt erscheint, entpuppt sich als einfaches Rechenexempel. Hühner erreichen eine maximale Körpertemperatur von 43,6 Grad. Bei 40 Tieren auf engem Raum steigt die Temperatur durchschnittlich um weitere 13 Grad. Damit eignen sich Hühner theoretisch hervorragend als natürliche Heizung. Das ist einfach verrückt. Wie soll man die Hühner am Leben erhalten? Wie hindert man sie daran, auszubüchsen? Was, wenn sie den Zünder zerstören oder gar auslösen? Und wohin mit dem ganzen Kot, den so viele Hühner erzeugen? Am Ende wird das Projekt aus politischen Gründen eingestampft. Statt britischer Minen werden später amerikanische verlegt, allerdings ohne Hühnerheizung. Im Kalten Krieg tüfteln die Spezialisten der beiden Supermächte an immer neuen Superwaffen. Unser Team nimmt eine davon genauer unter die Lupe. Sie ist winzig klein, aber trotzdem tödlich. Die ägyptische Tigermücke.
Sie überträgt Gelbfieber, eine gefährliche Tropenkrankheit. Der Ursprung des Virus wird in Afrika vermutet. Im 19. Jahrhundert galt Gelbfieber als eine der weltweit gefährlichsten Infektionskrankheiten. Noch heute erkranken rund 200.000 Menschen jährlich daran. Garstige kleine Viecher. Das haben sich offenbar auch die Militärs gedacht und dann versucht, sie als Waffe einzusetzen. Man kann sagen, es ist eine Art biologischer Kriegsführung. Unbehandelt verläuft Gelbfieber in einem Drittel der Fälle tödlich. In den Augen des US-Militärs offenbar eine überzeugende Bilanz. Man lässt eine große Menge infizierter Mücken in feindlichem Gebiet frei und hofft, dass das Virus möglichst viele Gegner tötet. Doch die Zeit drängt. Die Amerikaner befürchten, dass ihnen die Sowjets zuvorkommen. Schnellstmöglich sollen erste Tests stattfinden. Wie rasch verbreiten sich die Moskitos? Und wie werden sie am besten ins Zielgebiet gebracht? Am bemerkenswertesten finde ich, dass sie das wirklich an Amerikanern getestet haben. Im Mai 1955 fällt im Südosten der USA der Startschuss für die Operation Big Buzz. Es ist ein warmer Frühlingstag in Georgia. Die Menschen ahnen nicht, dass sie Teil eines schier unglaublichen Experiments sind. Insgesamt 300.000 ägyptische Tigermücken werden per Flugzeug und vom Boden aus freigesetzt. Die Moskitos waren nicht mit Gelbfieber infiziert. Man wollte vor allem herausfinden, wie weit sie sich verbreiten würden. Operation Big Buzz ist nicht der einzige Feldversuch auf US-Gebiet. Bereits 1954 regnet es Flöhe auf Utah. 1958 fallen 600.000 Mücken vom Himmel über Florida. Doch am Ende erwiesen sich die Experimente mit lebenden Überträgern als zu unberechenbar. Ist das etwa der Grund für die vielen Moskitos in Georgia? Da könnte ich echt sauer werden. Manchmal versprechen die einfachsten Ideen den größten Erfolg. So auch bei der nächsten Erfindung. Keiner unserer Experten bezweifelt, dass die Idee funktioniert. Im Gegenteil, das Konzept hat eine lange Tradition. Frankreich, November 1918. Eingekesselt von deutschen Truppen, hofft eine Infanteriedivision der US-Armee in der Nähe von Verdun verzweifelt auf Verstärkung. Bereits 4 Jahre tobt in Europa ein grausamer Stellungskrieg. Mann gegen Mann, Meter für Meter. Oft dauern die Gefechte wochenlang. Ohne Kontakt zum Hauptquartier ist die US-Division bei Verdun verloren. Eine funktionierende Kommunikation ist im Gefecht überlebenswichtig. Die Verständigung untereinander war damals noch eine ziemliche Herausforderung. Es gab zwar Feldtelefone, aber die funktionierten nicht immer. Versagt die Technik, greifen die Soldaten auf ein Mittel zurück, das schon auf den Schlachtfeldern der Antike zum Einsatz kam. Die Taubenpost. Tauben verfügen über einen natürlichen inneren Kompass, der sie zielsicher über das Magnetfeld der Erde leitet. Vögel orientieren sich mit Hilfe von Magnetfeldrezeptoren, die am Auge oder wie bei der Taube am Schnabel sitzen. Im Ersten Weltkrieg kommen schätzungsweise 100.000 Brieftauben zum Einsatz. Ihre Erfolgsrate liegt bei immerhin 95%. Auch für die eingekesselte US-Division wird eine Brieftaube zur letzten Hoffnung. Ihr Name? Cher ami, lieber Freund.
Ein Dutzend Nachrichten hat die Taube bereits sicher überbracht. Dieser Flug ist der gefährlichste. Verletzt durch einen Schuss in die Brust, halb blind und mit nur einem Bein, erreicht sie ihr Ziel. Das Hauptquartier der US-Armee. 200 Soldaten der verschollenen 77. Infanteriedivision können gerettet werden. Cher Ami erhält eine hölzerne Beinprothese und wird mit der höchsten französischen Kriegsauszeichnung, dem Croix de Guerre, geehrt. Nach ihrem Tod wird die Taube präpariert und in einem US-Museum ausgestellt. 30 Jahre später hat die Brieftaube als Kommunikationsmittel längst ausgedient. Doch ihr raffinierter innerer Kompass beschäftigt Wissenschaftler und Militärs mehr denn je. Wie soll das funktionieren? Tauben fliegen bekanntlich immer nach Hause zurück. Und das ist ein denkbar schlechtes Ziel für eine Rakete. Der amerikanische Verhaltensforscher Burris Frederick Skinner ist anderer Meinung. 1944 hatten die Deutschen erstmals Raketen gegen Ziele in England eingesetzt. Doch die Waffen verfehlten oft ihr Ziel. Skinners Idee ist es, die Raketen von einem Piloten steuern zu lassen, der in dieses Cockpit passt, einer Taube. Mit einem Blickwinkel von 360 Grad verfügen Tauben über eine außergewöhnliche Sehkraft. Und ihr Gehirn verarbeitet optische Reize dreimal schneller als der menschliche Denkapparat. Tauben sind clever und lassen sich gut trainieren. Die Bezeichnung Spatzenhirn könnte man auch als Kompliment verstehen. Skinners Spezialgebiet ist die Konditionierung von Tieren. Ein Lerneffekt durch Belohnung oder Bestrafung. Pickt die Taube auf einen bestimmten Punkt, erhält sie Futter. So gelingt es Skinner, den Tieren sogar komplexe Abläufe wie Ping-Pong-Spielen beizubringen. ...1944 startet das streng geheime Trainingsprogramm für Projekt Orkan. Skinner will die natürliche Pickbewegung der Taube dazu nutzen, eine Fernrakete auf Kurs zu halten. Im Cockpit wird das Zielobjekt stark kontrastiert, auf drei Linsen projiziert. Durch ständiges Picken hält die Taube es stets mittig im Visier. So bleibt die Waffe auf Kurs. Die Taube interessiert sich nicht für das Ziel, sondern für Futter. Im Training gibt es die Belohnung nur, wenn das Ziel im Visier bleibt. Durch einen metallischen Leiter am Schnabel werden die Impulse direkt an die Steuerflossen der Rakete weitergegeben. Erste Testreihen verlaufen vielversprechend, wie diese Originalaufnahmen zeigen. Skinner hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Taubensteuerung funktionieren würde. Trotz der Trainingserfolge und jahrelanger Entwicklungsarbeit stellt das US-Militär die Ausbildung der Kamikaze-Tauben 1953 ein. Radargestützte Fernlenksysteme liefern inzwischen weitaus zuverlässigere Ergebnisse. Wenn das Wirklichkeit geworden wäre, die Vorstellung ist einfach zu verrückt. Projekt Orkan bleibt ein verrückter Irrweg der Geschichte. In unserem nächsten Fall begibt sich unser Expertenteam auf eine Zeitreise in die 50er Jahre. Das Zeitalter von fliegenden Untertassen, Raketenrucksäcken und anderen skurrilen Erfindungen. Irgendwo zwischen Realität und Science Fiction. Mit einer fliegenden Plattform könnte sich ein Scharfschütze einen optimalen Überblick über schwer einsehbares Gelände verschaffen.
Bereits seit den 40er Jahren basteln US-Ingenieure an Fluggeräten, die mit minimalem Trainingsaufwand zu fliegen sein können. Das Ergebnis: die VZ-1, ein Rotorfluggerät, das durch Gewichtsverlagerung des Piloten gesteuert wird. Doch was hier spielend einfach aussieht, ist in Wahrheit ein extrem riskanter Balanceakt. Im Falle eines Sturzes hätten die Rotorblätter den Piloten in Stücke gerissen. Mittels zweier gegeneinander kreisender Rotorblätter erreicht die Plattform im Idealfall eine Flughöhe von 20 Metern. Technisch erreicht die VZ-1 damit ihre Vorgaben. Erst allmählich dämmert den Konstrukteuren ein anderes Dilemma. Eine der goldenen Regeln der Infanterie lautet: immer schön in Deckung bleiben. Auf so einer Plattform ist man quasi freiwillig. Hier bin ich, schieß doch. Zu allem Überfluss erreicht keiner der sechs Prototypen eine Geschwindigkeit von über 26 km/h. Angeblich immer präzisere Waffensysteme bestimmen die Kriege unserer Zeit. Im Zweiten Weltkrieg kam das genaue Gegenteil zum Einsatz. Die vermutlich wahlloseste Waffe der Geschichte. Im Herbst 1944 schickten japanische Militärs eine erste Ballonbombe auf die Reise. Ihr Ziel: die USA. Gut 8000 Kilometer von Japan entfernt. Es gab noch keine Satelliten im Weltall und damit kein GPS. Auch die Lasertechnik war noch nicht entwickelt. Was also tun? Die Navigation der Ballonbombe soll der Jetstream übernehmen. Eine Höhenströmung, die von Japan über den Pazifik bis nach Amerika reicht. Außer den Japanern wusste damals noch niemand, dass es diese Höhenwinde überhaupt gibt. Im Winter 1943 erforschen Meteorologen erstmals gezielt jene Winde, die sich etwa in 10 Kilometern Höhe und mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 500 km/h zwischen den Kontinenten bewegen. Ihren Berechnungen zufolge brauchen die Ballons mit der tödlichen Fracht höchstens 3 Tage, um die Strecke bis zur amerikanischen Westküste zurückzulegen. Doch weil sich der Wasserstoff im Inneren der Ballons bei Wärme ausdehnt und bei Kälte zusammenzieht, sind Kursabweichungen zu befürchten. Sollte der Ballon die USA erreichen, durfte er den Jetstream auf keinen Fall verlassen. Die japanischen Ingenieure finden eine Lösung. Da steckt eine Menge Know-how drin. Die Flughöhe der Ballons wird von Luftdruckmessgeräten überwacht. Sinkt ein Ballon bei kalter Luft unter 9000 Meter, sprengen elektrisch gezündete Ladungen Ballastsäcke ab. Dehnt sich das Gas bei Wärme aus und steigt der Ballon über 11.000 Meter, wird Gas abgelassen. Nach genau 3 Tagen wird der Bombenabwurf eingeleitet. Anschließend zerstören Sprengladungen den Ballon selbst. Nach den Maßstäben der Zeit war das eine Meisterleistung. Zwischen 1944 und 1945 schicken die Japaner insgesamt rund 9000 Ballonbomben auf die Reise nach Amerika. Die meisten kommen vom Kurs ab oder werden noch über dem Pazifik von US-Flugzeugen abgeschossen. Nur 300 Ballons erreichen amerikanischen Boden. Diese Bomben waren unkontrollierbar. Man konnte nur hoffen, dass die Natur sie ans Ziel bringt. Im März 1945 kommt es zu einem seltenen Zufallstreffer. Auf dem Originalarchivmaterial sind die Überreste eines japanischen Ballons zu sehen.
Seine Sprengladung hatte zuvor einen kurzen Stromausfall in der Hanford Site verursacht, der wichtigsten amerikanischen Plutoniumschmiede. Auch in unserem nächsten Fall geht es um Amerika und Japan. Doch diesmal sind die Rollen umgekehrt. Nach dem Angriff der Japaner auf den Flottenstützpunkt Pearl Harbor 1941 sind Amerika auf Rache. Und ein Zahnarzt aus Pennsylvania hat eine verrückte Idee. Dr. Little Adams will den Krieg gegen Japan aufnehmen. Mit Hilfe tausender Fledermäuse. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Adams Plan basiert auf einer simplen Rechnung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt eine Atombombe mit einer Sprengkraft von 15 Kilotonnen. Oder man nimmt 1 Million Fledermäuse, ausgestattet mit jeweils 15 Gramm Sprengstoff. Am Ende kommt das Gleiche dabei raus. Adams eigenwilliger Plan geht in etwa so. Fledermäuse sind kräftig und können problemlos zusätzliches Gewicht transportieren. Mithilfe akustischer Signale navigieren die Tiere zielsicher an geschützte Plätze. Adams denkt dabei vor allem an Fabrikanlagen und die Dachstühle typischer japanischer Holzhäuser. Bisher alles reine Fantasie. 1 Million Fledermäuse hätten ein wahres Inferno angerichtet. Im Januar 1942 schickt Adams seine Idee per Brief ans Weiße Haus. Unglaublich, aber wahr, Präsident Roosevelt ist interessiert. Ich finde es nicht überraschend, dass Roosevelt sein Okay gab. Damals wurde so ziemlich alles ausprobiert. Es hätte ja funktionieren können. Was gab es zu verlieren? Roosevelt bewilligt ein 1,5 Millionen Euro schweres Forschungsprogramm. Ein Großteil des Geldes fließt in die Entwicklung einer neuartigen Brandwaffe, Napalm. Ein hochentzündliches, zähflüssiges Benzingemisch. Versehen mit jeweils 15 Gramm Napalm und einem Zeitzünder sollen die Fledermäuse in Kanistern zu je 40 Tieren über dem Zielgebiet abgeworfen werden. Zwischen Abwurf und Detonation bleiben genau 30 Minuten. Dann entfaltet das Napalm seine verheerende Wirkung. Seine Verbrennungstemperatur beträgt bis zu 1200 Grad Celsius und es kann nur schlecht mit einfachem Wasser gelöscht werden. Keine Frage, die Fledermausbombe hätte funktioniert. Der tragische Beweis dafür wird im Mai 1943 erbracht. Auf einem US-Luftwaffenstützpunkt in New Mexico bricht ein verheerendes Feuer aus. Jemand hatte die Fledermäuse versehentlich freigelassen. Sie flogen zurück zu der Basis, in der sie trainiert wurden, und setzten alles in Brand. Der Wettlauf um die vermeintlich modernste Waffentechnik trieb im vorigen Jahrhundert wahnwitzige Blüten. Doch die Liste der größten Rüstungsflops wird auch im 21. Jahrhundert fortgeschrieben werden.